Den ersten Tauchgang am Tag starten wir immer beim Tauchstieg. Das ist zwar ein Anfängerplatz, aber mit den versenkten Gegenständen hat man dennoch einige nette Plätze. Unmittelbar nach dem Abtauchen findet man eine kleine Korallenformation im Sandboden. Hier haust eine photogene Moräne. Jedes Mal, wenn ich mit meinen Lampen näher komme, reckt sie ihren Hals weiter aus ihrem Loch heraus. Sogar wenn ich meine Position verändere, dreht sie sich mit mir mit und sieht weiterhin ins Objektiv. Auf ca. 18 Meter Tiefe liegt ein alter Ofen versenkt. Hier verstecken sich gebändete Scherengarnelen zwischen den Ritzen. Nicht nur, dass die Garnelen tief in den Öffnungen des Ofens versteckt sind und daher manchmal nur schwer zu finden sind, liegt auch noch eine Riesenmoräne im vermutlich alten Backrohr und verdeckt die Sicht auf die Garnelen. Narben rund ums Maul zeigen, dass die Moräne schon zu manchen Kampf geführt hat.